Also, wir haben eine bronzezeitliche Siedlung gefunden, als eine Kuhstall gebaut sein sollte. Eigentlich sind wir hier auf einem archäologischen Schutzgebiet und wir wussten schon, dass keltische Gräber in der Nähe gefunden wurden im 20. Jahrhundert. Deshalb sind wir vor Ort gekommen, am Anfang der Baustelle für den Kuhstall. Und dann haben die Mitarbeiter des ADB, also der Archäologischen Dienstes, Befunde, archäologische Strukturen direkt gesehen auf dem Gelände, als das Humus abgetragen war. Zuerst muss man von einer Landsiedlung sprechen, das heißt, am meisten sind die Befunde nicht so gut erhalten. Hier haben wir Glück, dass die Befunde, die archäologischen Strukturen gut erhalten sind. Und zweitens sind wir hier auf einer mittelbronzezeitlichen Siedlung. Es geht um 3500 vor Christus. Und das ist eine Epoche, die bis letzten Jahren wenig untersucht wurde. Das heißt, es ist wie ein neues Gebiet in der Forschung. Und es werden immer und mehr Siedlungen gefunden und ausgegraben. Deshalb ist es hier so wichtig. Auch die Fläche, die betroffen ist, ist wichtig für uns. Es ist schon mehr als 2000 Quadratmeter, aber die Siedlung selbst könnte viel größer sein. Aber jetzt speziell hier ist, glaube ich, dass man wenig Zeit hat. Wie geht man jetzt da vor, wenn man so wenig Zeit hat? Also, wir müssen einfach priorisieren, manchmal verzichten. Werden wir diese Struktur ausgraben oder nicht? Wir müssen auch die Methoden anpassen, sodass wir schneller gehen können, arbeiten können, aber trotzdem die wichtigsten Informationen retten können. Ist das so, dass man vielleicht weniger vorsichtig ist, als man schon war? Nein, wir werden vorsichtig sein, aber mehr fokussiert. Es geht wirklich darum. Manchmal würden wir alles normal dokumentieren, weil es ist ein normaler Ablauf für die Dokumentation. Aber hier müssen wir sagen, okay, vielleicht dieser Befund ist weniger wichtig, wir werden einen Schritt weniger dokumentieren. Und eben, das wird dann alles überbaut hier und ja, das ist dann einfach hier, aber werden gewisse Sachen auch mitgenommen? Wenn ja, was passiert mit denen? Also, was wir hier machen, wir dokumentieren alles, was wir können, die Befunde und die Funde, Keramikscherben, gearbeitete Steine, einzelne Knochensplitter werden in archäologischer Dienst gebracht und dort untersucht. Und die Dokumentation wird auch aufgearbeitet, sodass wir eine strukturierte Dokumentation behalten können. Wir haben also hinter mir ein paar Gruben mit Hitzesteine. Also Hitzesteine sind diese Steine mit Feuer, die gebrochen sind, eigentlich mit Hitze. Dann viele Keramik drin auch. Und wir haben auch Pfostenlöcher. Und mit diesen Pfostenlöchern können wir nachher Gebäude wieder also rekonstruieren. Kann man schon einschätzen, wie groß die Siedlung war? Ist das nur ein Teil hier? Also, unterm Zelt hier haben wir nur einen Teil. Draußen haben wir noch mehr. Wir wissen noch nicht genau, wie groß die Siedlung ist. Wir wissen wegen einer Sondage in dieser Richtung Südost, dass wir haben noch mehr. Vielleicht geht die Siedlung noch unterm Bauernhof. Vielleicht. Also kann man ungefähr einschätzen, wie viele Leute hier gelebt haben? Das kann ich nicht sagen. Nee. Vielleicht können Sie etwas über die Lebensweise dieser Leute erzählen. Wie muss man sich so ein Dorf vorstellen? Wie sahen die Häuser aus? Wie haben sie gekocht? Also die Häuser stellen wir vor, üblich Gebäude mit Erde und Holz. Also die Pfostenlöcher zeigen uns vertikal Pfahl und zwischen zwei Pfahl haben wir eine Konstruktion mit Holz und auch Hüttenlehm drauf. Dann haben wir, also machen wir üblich ein Dach so, wie ein Haus vom hier eigentlich.
Und die Größe sind unterschiedlich auch. Das wäre für die Pfostenlöcher. Hier haben wir auch wahrscheinlich Gruben, Feuerstelle. Wir können vermuten, dass sie haben gekocht drin wegen grob Keramik zum Beispiel. Wir haben auch Feinkeramik für Trinken und Essen, solche Dinge. Aber wir haben auch kaum Tierknochen gefunden. So, wir haben nicht richtige Spuren vom Essen oder ja, was sie haben wirklich gegessen. Das wissen wir noch nicht. Kann man sagen, weiß man oder vermutet man etwas, wieso, was ist danach passiert mit dieser Siedlung? Sind die Leute weggezogen? Gab es Krieg? Weiß man da irgendetwas? Also, das ist eine sehr gute Frage. wir sagen normalerweise, dass wenn die Leute müssen fliehen, haben wir wirklich viel Überreste, Keramik, Metall, das haben wir hier nicht. Wir haben viel Keramik, aber wir haben das Gefühl, sie sind progressiv, sie haben das progressiv verlassen, weil wir haben auch keine Tierknochen oder kaum, fast, also kein Metall zurzeit. Wir denken, dass sie haben die reiche Material mitgenommen. Deshalb haben wir das Gefühl, das war langsam verlassen.